Moin moin Leute, mein Name ist ReFazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Top 10 Liste bei mir auf dem Kanal ReFazers Free to Play Ecke. Diesmal habe ich mir mein Lieblingsgenre rausgesucht, die Free to Play Online Rollenspiele. Natürlich ist es auch wie bei meinen anderen Top 10s, es ist meine Liste, es ist mein Geschmack, es gibt einfach unglaublich viele Free to Play Rollenspiele da draußen. Und zu den meisten, die ich euch hier in meiner Liste nenne, findet ihr auch auf meinem Kanal einen Review, wo ich wirklich dann ins Detail reingegangen bin, was Gameplay, Technik, Einschränkungen und so weiter angeht. Diese Liste soll kurz und knackig einfach nur eine Top 10 darstellen und natürlich, in diesen Top 10 sind alle Spiele gut, aber irgendwie muss man doch eine Reihenfolge reinbringen. Ich denke mal, ich werde den einen oder anderen bestimmt mal überraschen und wie gewohnt freue ich mich auf eure Kommentare. Aber lasst uns dann mal einfach anfangen mit meiner Nummer 10. Meine Nummer 10 ist Star Wars The Old Republic. Star Wars The Old Republic ist ein Spiel, welches ich als Abo-MMO schon sehr gerne gespielt habe. Es hat ein cooles PvP, es befindet sich im Star Wars-Universum. Ihr habt wirklich riesige Planeten und reist von Planet zu Planet, könnt Jedis und auch, halt die dunklen Jedis, wie nennen sich die überhaupt, weiß ich gerade gar nicht. Also halt Sith Lords, ja genau so hießen die, spielen und eine Menge Spaß haben, mit Lichtschwertern durch die Gegend kämpfen oder doch vielleicht als Bounty Hunter. Also insgesamt ist das Spiel sehr cool. Es hat hier und da natürlich ein paar Einschränkungen als Free-to-Play-Spieler, denn es gibt immer noch die Möglichkeit, ein Abonnement zu machen. Aber es bekommt immer noch sehr, sehr regelmäßig neue Content-Updates. Sieht recht gut aus. Irgendwie passt das Ganze. Mir hat es persönlich sehr viel Spaß gemacht. Und es ist nur auf der 10, weil ein paar Einschränkungen vielleicht doch zu krass sind. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Insgesamt könnt ihr euch das Spiel auf jeden Fall kostenlos anschauen. Würde ich euch empfehlen. Mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht. Tut es immer noch. Und das ist deswegen meine Nummer 10. Star Wars The Old Republic. Auf der 9 ist bei mir auf der Liste Age of Conan. Bei einigen von euch wird jetzt wahrscheinlich schon das Flamen on sein, aber wartet mal bitte einen Moment. Age of Conan ist ja mittlerweile ein Free-to-Play-Online-Rollenspiel, aber es hat sehr, sehr starke Einschränkungen, wo es sich ein bisschen schon zum Pay-to-Win entwickelt. Warum packe ich es trotzdem hier in die Liste rein? Aeria Games hat das Game jetzt unter seine Fittiche genommen und ich hoffe, dass es sich wirklich besser entwickelt, denn Age of Conan ist ein cooles Game. Den hat es damals zu Abo-Zeiten einfach an Support gemangelt, an Weiterentwicklung. Es war sehr verbuggt, es war sehr unfair und auch im Free-to-Play hat sich das weitergezogen. Aber Aeria Games kennt sich mit Free-to-Play-Games aus. Ich hoffe, die machen da ein richtig rundes Ding draus, denn Age of Conan hat wirklich eine tolle Grafik, geile, actionreiche Steuerung, eine super Geschichte, coole Instanzen. Also es war schon ein dickes Ding und ich freue mich sehr, wenn das Spiel sich wieder positiv entwickelt. Daher Age of Conan bei mir auf der 9. Es hat einen neuen Server jetzt von Aeria Games gegeben. Schaut ruhig mal wieder in das Game rein, denn es entwickelt sich stetig weiter. Es bekommt jetzt auch neue Inhalte und ich denke mal, dass hier und da noch ein bisschen an dem Pay-to-Win-Faktor gearbeitet wird. Auf der 8 ist bei mir DC Universe Online. Dürfte nicht viele überraschen, ich habe es schon in meiner anderen Free-to-Play-Liste drin gehabt. Ich habe es letztens reviewed und euch gezeigt, was ist gut daran, was ist schlecht und welche Einschränkungen gibt es. DC Universe Online ist ja ein Free-to-Play-Superhelden-MMO, welches in der Welt von Superman, Batman und den ganzen DC Universe-Helden und Schurken stattfindet. Einfach mal einen anderen Spielprinzip, ein wenig die Steuerung auch recht aktiv, ein bisschen mehr ins Konsolen-Milieu möchte ich mal sagen. Also wenn ihr einen Controller habt, spielt mal ruhig damit. Jedenfalls, mir hat Spaß gemacht, ich finde das Game ist gut, es bekommt ständig neue DLCs, es macht wirklich Bock, ihr könnt mit ganz vielen zusammen spielen und einfach eine gute Zeit in der DC-Welt haben. Also wenn ihr euch noch interessiert, schaut ruhig bei mir um den Kanal rein, da habe ich einen richtigen Review dazu. Hier ist es erst einmal bei mir auf Platz 8, denn DC Universe Online ist ein gutes Game. Platz 7 bei mir auf der Liste, ein etwas wunderliches Werk der Natur, nämlich Scarlet Blade.
Scarlet Blade ist ja das Erotik-PvP-MMO von Aeria Games. Und ja, ich habe es ja sehr lange gespielt, schon während der Closed Beta, nochmal während der Open Beta, dann auch nach Release, habe ein Review dazu natürlich bei mir auf dem Kanal und auch dort habe ich schon gesagt, das Game ist gut, also es macht wirklich Spaß. Im PvE ist es nichts Neues, es ist eher so ein bisschen altbacken mit den typischen Quests, aber im PvP kommt dann wirklich dieser Kern von Scarlet Blade raus mit der Verwandlung zu den Mechs, mit den ganzen Skills, die sich ändern und im Großen und Ganzen finde ich das sehr, sehr cool. Wie gehabt, im PvP ist es gut, im PvE hat es Verbesserungsbedarf, so nennt sich das. Und insgesamt ist es natürlich ein bisschen was fürs Auge, hier ein paar nackte Weiber, da ein paar Titten, da ein paar Ärsche, natürlich. Aber das ist nicht der Kern des Spiels. Wenn ihr noch was Gutes sucht und kein Problem damit habt, einfach einen Arsch die ganze Zeit, der halb nackt ist, sich anzuschauen, tja, dann ist Scarlet Blade euer Game und ihr solltet euch das auf jeden Fall mal anschauen. Auf Platz 6 habe ich einfach mal Terra gesetzt. Terra war und ist ein gutes Online-Rollenspiel. Man muss aber dazu sagen, Terra war mal auf Abo, ist mittlerweile Free-to-Play. Die Einschränkungen sind okay, mit denen kann man wirklich leben. Und Terra war damals wirklich das Non-Plus-Ultra, was die Grafik angeht. Das ist jetzt auch 1-2 Jahre her, daher ist die Grafik nicht mehr das, was es mal war, beziehungsweise das macht dieses Spiel nicht mehr so besonders. Im PvE-Teil ist es verbessert worden, da hat es wirklich sehr, sehr starke Schwächen, kann man das so sagen? Klingt komisch, aber ihr wisst, was ich meine. Und im PvP war es auch sehr verbesserungsbedürftig. Das einzige, was richtig cool damals bei Terra war, war die aktive Kampfsteuerung, denn das war was Neues. Mittlerweile kennen wir es aus Spielen wie Guild Wars 2 oder aus Spielen wie Dragon's Profit, dass man wirklich ausweichen kann, mit Links- und Rechtsklicken Attacken durchführt und ähnliches. Damals war das nicht so. Das heißt nicht, dass Terra jetzt altbacken ist. Terra hat sich stark verbessert, es bekommt neue Patches, neue Inhalte. Am PvP wird ganz, ganz viel gedreht zurzeit. Aus dem Grund prophezei ich Terra wirklich nochmal einen guten Anstieg. Wenn ihr das nicht kennt und PvP mögt, schaut es euch unbedingt an. Es ist wirklich ein klasse Game. Auf dem 5. Platz habe ich für euch Maestia Rise of Calidus. Die meisten von euch, die sich mit Free-to-Play-Spielen auseinandersetzen, dürften dieses Game kennen, denn es ist eigentlich das Pendant zu dem, was WoW in Abo, ja, im Abo-Gefilde ist oder auch besser gesagt mal war. Maestia hat eine riesen Community, Maestia hat einen riesigen Content, das Spiel ist nicht umsonst schon fast 7 Jahre auf den Markt und schon immer Free-to-Play gewesen. Also Maestia bietet alles, was ein guter, alter Online-Rollenspiel anbieten muss. Es hat viel Inhalt, es hat PvP, es hat unglaublich viele Klassen, eine riesige Spielwelt. Es ist sehr fair, auch wenn in meinen Augen hier und da der Itemshop doch ein wenig zu offensichtlich ins Spielgeschehen reingebracht wird. Maestia ist aber so komplex, dass ich bis jetzt noch nicht gekommen bin, es zu reviewen, aber es soll nicht heißen, dass es kein gutes Online-Rollenspiel ist. Besonders dadurch, dass sie sehr viele Aktionen immer wieder starten, euch Buffs geben, euch Ausrüstungsgegenstände geben, zum Beispiel gab es die Starte mit Level 50 Aktion und ähnliches, ist es immer wieder wert, einen Blick in Maestia reinzuwerfen. Auch dieses Spiel wird von ProSiebenSat.1 Games vertrieben, das heißt, da weiß man, da kommen immer wieder neue Inhalte, neue Patches und immer wieder was zu tun für uns Gamer. Also, wenn ihr noch einen etwas anime-lastigen MMO sucht, dann solltet ihr euch auf jeden Fall Maestia mal anschauen. Jetzt kommen wir langsam zu den richtig guten Games, in meinen Augen, das muss ich nochmal betonen, und auf Platz 4 habe ich daher Aeon gesetzt. Aeon habe ich zu Abo-Zeiten sehr aktiv gespielt, habe dann letztendlich aufgehört, weil es ein Grinder wurde. Das heißt, ein Spiel, wo man einfach durch Mobs töten letztendlich nur zu den Levels kommen konnte, weil zu wenig Quests, zu wenig Inhalt implementiert worden war. Irgendwann ist es Free-to-Play geworden und ich habe es mir als Free-to-Play-MMO nochmal angeschaut zu Patch 4.0, habe dazu auch einen Review gemacht und Aeon hat sich sehr gut verbessert. Es wirkt teilweise immer noch wie ein kleiner Flickteppich, da hier ein bisschen was nachgebessert wurde, da kam noch ein bisschen was dazu, hier und bla bla bla, aber im Großen und Ganzen ist Aeon ein super geiles MMO, ein richtig fettes Ding mit richtig coolen Klassen, einer geilen PvE-Welt, einer noch besseren PvP-Welt mit einer coolen Steuerung, volle Server, also ein Punkt, den man wirklich betonen muss, die Server sind brechend voll, aber auch hier und da mit ein paar Einschränkungen für uns Free-to-Play-Spieler.
Diese Einschränkung benenne ich in meinem Review wirklich sehr, sehr exakt und erkläre ein wenig was dazu. Das heißt, wenn ihr da Interesse habt, schaut euch auf jeden Fall mein Review an. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, Aeon Platz 4 auf jeden Fall verdient. Geiles Ding. Auf Platz 3 habe ich Neverwinter Free-to-Play reingesetzt. Neverwinter ist irgendwann im November, Dezember letzten Jahres als Free-to-Play-MMO rausgekommen, also direkt als Free-to-Play entwickelt und daher auch sich durch den Item-Shop finanzierend. Mein Gott, ist mein Deutsch nicht super. Naja, darum geht's gerade nicht, sondern darum, dass Neverwinter ein cooles Ding ist. Neverwinter hat zwar ein paar Einschränkungen, die ich auch in meinem Review benenne, aber im Großen und Ganzen hat es eine coole Welt, eine coole Steuerung, eine sehr hübsche, passende Grafik. Es macht wirklich Spaß, in der Gruppe wie auch alleine durch die Welt von Neverwinter zu ziehen, denn besonders die Skills gefallen mir gut und die Art und Weise, wie die Entwickler an dieses Spiel rangegangen sind, denn es ist ein wenig anders als die bekannten MMOs da draußen. Neverwinter empfehle ich nicht nur den Fans von der Story und von der Franchise, sondern auch jedem, der sich ein wenig mit MMOs beschäftigen möchte und auch mal bereit ist, ein paar Stunden mehr zu investieren, denn das Spiel ist fesselnd. Also wenn ihr erstmal drinne seid und euren Charakter langsam levelt, dann wollt ihr euch eigentlich gar nicht wieder ausloggen. Also Neverwinter, sehr cooles Game, schaut es euch auf jeden Fall mal an, aber hey, was soll ich sagen, das kann ich ja nicht zu jedem dieser Liste sagen, aber Neverwinter, besonders für Fans der Serie, sehr cool und auch für alle anderen, die ein wenig auf Fantasy und auf einer coolen Grafik stehen. Ja, langsam wird die Luft nach oben eng und auf Platz 2 habe ich ein sehr cooles Game gesetzt, nämlich Rift. Rift, auch eins dieser MMOs, die ich sehr aktiv zu Abo-Zeiten gezockt habe. Warum habe ich aufgehört? Ja, ich weiß es selber nicht mehr. Ich glaube, es wurde mir langsam zu zeitintensiv und da war auch dieser Punkt erreicht, wo ich keine Abo-Gebühren mehr für ein Spiel zahlen möchte. Das soll nicht heißen, dass Rift nicht gut war. Rift war ein klasse Ding und ist es immer noch. Ich sag nur 4 verschiedene Seelenmöglichkeiten, also Skillungsmöglichkeiten pro Klasse und eine Menge Klassen. Auch eine Menge Inhalte, richtig coole Änderungen, super faires Free-to-Play-Konzept, da kann man fast nichts dran aussetzen. Ihr dürft sämtliche neue Inhalte, neue Patches, wofür andere damals noch bezahlt haben, dürft ihr alles umsonst spielen. Es gibt richtig coole Änderungen, um euch das Leveln zu erleichtern, um die Gruppenfindung zu erleichtern. Das PvP ist gut und macht Spaß, die Server sind voll, Stabilität 1A, sieht gut aus, lässt sich gut spielen. Ich könnte so weitermachen, aber hey, wenn ihr wollt, schaut euch gerne mein Review an, da habe ich ein bisschen mehr dazu erzählt. Aber Rift ist ein super Ding. Warum hat es nicht auf Platz 1 geschafft? Das erzähle ich euch gleich in meinem ersten Platz. Aber auf jeden Fall sehr, sehr guter zweiter Platz. Ganz enge Wahl für mich. Geiles Game, schaut es euch unbedingt mal an. Wir kommen zu meinem ersten Platz. Mein Top Free-to-Play MMO zurzeit ist auf jeden Fall Dragon's Profit. Dragon's Profit spiele ich auf meinem Kanal aktiv. Es ist jetzt mittlerweile released, das heißt, es ist in den offiziellen Betrieb rausgegangen und das Spiel ist einfach mal cool. Warum? Es ist Free-to-Play. Es wurde als Free-to-Play entwickelt und es bietet so richtig, richtig viel für jeden Spieler, der sich das angucken möchte. Zum einen habt ihr eine super geile aktive Kampfsteuerung. Das heißt, nichts mit einfach nur Tasten drücken, nein, ausweichen, mit der Maus klicken, mit der Maus blocken und ihr habt richtig viele Skills, richtig coole Skills und was dazu noch kommt, ihr habt Drachen und ihr habt nicht irgendwelche Reitdrachen, die ihr mit Level 20 bekommt. Nein, von Level 1 an könnt ihr die Drachen selber zähmen. Die sind überall auf der Welt. Über 350 Drachen mittlerweile. Jeder Drache ist anders, denn er ist nicht einfach nur euer Reittier. Nein, er ist zeitgleich auch euer Gefährte, der eigene Skills mit sich bringt und eine eigene Rolle einnehmen kann. Das heißt, es gibt Tankdrachen, Heildrachen, Supportdrachen, Assassinendrachen, die euch wiederum auch neue Skills geben, wie Heal, wie mehr Damage, wie Buffs. Und ihr könnt hin und her wechseln mit den Drachen. Ihr könnt sie weiterentwickeln. Das ist echt ein Riesending. Dazu kommt noch Housing, PvP, riesige Welten, richtig coole Quests, eine sehr, sehr geile Grafik, eine riesen Community, die echt aktiv dabei ist, Instanzen und so weiter und so fort. Dragon's Profit in meinen Augen wirklich das Top-Free-to-Play-Ding da draußen, also über alle Spiele fast zur Zeit hinaus. Aber wie gehabt, meine Meinung, ich hoffe, sie gefällt euch und dass ihr euch das Spiel unbedingt mal anschaut, denn es hat es auf jeden Fall verdient.
So Leute, das war meine Liste mit meinen Top 10 Free-to-Play MMOs. Natürlich würde es mich wieder sehr wundern, wenn eure Liste auch nur ansatzweise ist wie meine, aber sie interessiert mich sehr. Also schreibt mir gerne einen Kommentar mit eurer Liste, welches Spiel euch vielleicht fehlt, welche Spiele ihr überhaupt nicht in dieser Liste seht oder beziehungsweise ich reingesetzt habe und ihr sagt, der gehört da gar nicht rein. Würde mich sehr interessieren. Wie gehabt sind die Links in der Videobeschreibung. Auf meinem Kanal findet ihr weiterhin sehr viele Reviews, nicht nur zu den genannten Games, sondern auch zu anderen. Deswegen freue ich mich, wenn ihr vorbeischaut, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Und ansonsten soll es das gewesen sein für dieses Video von mir. Vielleicht sehen wir uns dann in meinem nächsten Video. Und bis dahin sage ich ciao, ich bin dann mal raus.